Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Dieselbe Mache. Ihr seht, ich habe hier schon so ein bisschen was aufgebaut, vorbereitet hier auf dem Tisch. Und heute soll es einmal um diese Stängel oder um diese Triebe gehen. Was sind das für Triebe? Nun, das sind zum einen Johannisbeertriebe, 4 Stück an der Zahl, als auch von einem sehr lecker, gut schmeckenden Apfelbaum. Ich verlinke euch mal hier oben das Video von den Johannisbeertrieben. Da seht ihr einmal, wie ich die beschnitten habe, beziehungsweise wo ich auch die Setzlinge rausgenommen habe. Und ich möchte hier mal ein Experiment mit euch wagen. Wie gesagt, ich habe hier 4 Triebe, die sind alle von einem und demselben Johannisbeerstrauch genommen. Und ich möchte einmal 2 Triebe, ja, ein bisschen falsch aufgeteilt, ne? 2 Triebe in die Erde stecken und bewurzeln lassen, 2 Setzlinge. Und 2 Setzlinge möchte ich einmal versuchen, sich bewurzeln zu lassen, indem ich sie einfach in ein Wasserglas stelle, in der Hoffnung, dass auch dort die Augen, hier seht ihr das einmal, die einzelnen Augen, ja, sieht man das, ja, so ein bisschen, oder auch hier, dass sich dort Wurzeln bilden und dass ich die dann einpflanzen kann. Wie gesagt, das geht relativ schnell. Ich tue die mal hier rein ins Wasserglas und stelle die dann einfach mal beiseite. Genau das Gleiche möchte ich hier mit den Trieben vom Apfelbaum machen. Die habe ich auch jetzt ganz frisch abgeschnitten. Ich werde die nochmal hier unten ein bisschen neu anritzen, weil wie gesagt, die sind zwar ganz frisch, aber ich denke, das tut nichts. Das ist nicht schaden, das kann nicht schaden. Und da werde ich auch 2 ins Wasserglas stellen. So. In der Hoffnung, dass auch dort Wurzeln sich bilden. Und 2 will ich auch einpflanzen in die Töpfchen. Das sind zwar sehr kleine Töpfchen, aber das ist ganz bewusst von mir gemacht. Ich möchte die halt, sobald die dann Wurzeln haben und einen schönen Wurzelballen sich entwickelt haben, auch umtopfen, umpflanzen. So, dann legen wir mal los. Also mit den beiden Johannisbeertrieben, da sehe ich am wenigsten Probleme. Da werden wir erstmal schön jetzt hier unser Anzuchttöpfchen wässern. So, und dann werden wir sehen, dass wir die Johannisbeersträucher wirklich sehr tief in die Erde reindrücken. Und dann die Erde schön andrücken. Das machen wir jetzt mit beiden. Richtig ruhig bis zum Boden. Und dann auch nochmal schön wässern, schön nässen. Ganz wichtig, was ich vergessen habe zu sagen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Hier unten sieht man jetzt nicht richtig. Da habe ich ein Loch reingemacht in den Becher. Ganz normaler Joghurtbecher. Einfach, dass sich keine Staunässe bildet, sondern dass die schön unten wieder raus kann. Man sieht das hier auch schön, dass die überschüssige Flüssigkeit gleich unten rausläuft. So, wenn die dann bewurzelt sind, die Johannisbeersträucher, dann möchte ich aus dem einen Strauch einen Busch machen, als auch aus dem anderen dann einen Hochstamm mir ziehen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch da auch Bericht erstatten drüber. So, das gleiche mache ich jetzt hier dann mit den Trieben vom Apfelbaum. Normalerweise kann man ja vom Apfelbaum ganz einfach aus dem Apfelkern sich ein neues Pflänzchen ziehen, aber einfach um das so ein bisschen zu beschleunigen, wollte ich das jetzt mal mit einem schönen Setzling probieren. In der Hoffnung, dass es dann auch klappt. So, und das gleiche. Oh, da machen wir unten noch einen neuen Anschnitt. Und das gleiche machen wir dann auch hier mit dem zweiten. So. Und auch wieder richtig schön wässern, damit das Ganze gut anwächst.
So, die werden jetzt immer schön drauf geachtet, dass es immer schön feucht bleibt, dass sie schön Wurzeln machen können. Und dann wollen wir mal sehen, wie lange das dauert, bis dort die Ästen Wurzeln sich gebildet haben. Das war wieder so ein kleiner Film heute Nachmittag von uns. Einmal Setzlinge zum Wurzeln bringen, zum einen ganz klassisch mit Erde, beziehungsweise mit Anzuchterde in Töpfen, als auch einfach im Wasserglas mal schauen, ob das was wird, ob da sich auch Wurzeln bilden, die wir dann, wenn sie bewurzelt sind, ins Anzuchtbeet oder in den Topf auspflanzen können. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben klicken, kostenlos abonnieren nicht vergessen, schreibt uns was unten in die Kommentare rein, empfehlt uns weiter. Ich sag in diesem Sinne tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Dieselbe Mache.